Also Michaela Robotnik ist für mich erstens einmal ein Mensch, zu dem ich aufschauen muss. Das hat sehr viele Vorzüge. Wenn man zu einem Menschen aufschaut und den freien Himmel sieht man darüber den Himmel, das ist das eine. Allerdings, wenn ich sie auf die Stirne küssen möchte, dann muss ich sagen, zwei Treppen unten. Man kann nicht von unten nach oben küssen als Mann, nicht wahr? Und das geschieht dann auch. Das ist das eine. Wie wir uns getroffen haben, da hat sie ihre Version und ich habe meine Version. Aber wenn ich gut weiß, war das in Berlin, wie man vorgestellt hat, im großen Literaturhaus, nicht? Ja? In der Fasanenstraße, das stört mich sehr, ich sage immer Fanfarenstraße, das ist das große Literaturhaus. Und zwar hat man damals vorgestellt, Klavier ja, das Klavier im Nebel, wo ist es jetzt? Ah, dort ist es, ja. Und sie hatte aber schon vor ihre Bezüge zu Siebenbürgen, sie hat nämlich ihre Diplomarbeit als Literaturwissenschaftlerin, hat sie über Meschendörfer und zwar die Karpaten gefertigt und ist dann eigentlich auch auf mich gestoßen, wie eigentlich, das müssen Sie dann sagen, also erzähle ich jetzt hier Märchengeschichten. Und auf alle Fälle ist sie dann hier in Siebenbürgen so heruntergekommen, dass als sie unlängst 3 Monate in Deutschland war, um dort ihr Geld zu verdienen, sie den Eindruck hatte, sie sei dort ein rumänischer Gastarbeiter. Sie hat sich hier also dermaßen eingewurzelt, ist auch meine Nachbarin auf dem Pfarrhof in Burgberg, 10 Kilometer weiter, und sie wird sich jetzt darüber verbreiten in ihrem Referat, wie das nun ist, wenn man als ein Heruntergekommener plötzlich ein Hiergebliebener geworden ist, nicht ein Zurückgebliebener, sondern ein Hiergebliebener geworden ist. Es wäre noch zu sagen, oder sagen Sie das lieber, dass Sie Ihre Doktorarbeit schreiben über ein Buch, das für viel Aufsehen und Aufregung gesorgt hat, die roten Handschuhe, und zwar über eines meiner 3 Bücher, wobei ich damals ganz erschrocken fragte, trägt überhaupt ein Buch eine Doktorarbeit und erträgt es die Doktorarbeit, bleibt nachher noch etwas übrig von dem Buch im Original. Und da hat sie gesagt, ja, und dann hat sie mich gefragt, was ich mir von ihrer Doktorarbeit erwarte. Und ich habe nur so viel gesagt, schreiben Sie so, als ob ich schon gestorben wäre. Ich bin 33 geboren und alle meine Vorfahren bis 1467 Menschen waren in meinem Alter schon tot. Also habe ich keine Ahnung, was sie schreibt und was sie dort zusammenbraut, aber immerhin ist das eine Doktorarbeit nicht an der Universität von Craiova, sondern an der Humboldt-Universität in Berlin. Und dann hat sie sich auch meines sogenannten Vorlasses angenommen. Der Vorlass ist etwas, was in dem Augenblick, wenn ich jetzt hier sterben würde, Nachlass heißt. Aber bevor man tot ist, heißt es eben Vorlass. Das sind also alle Papiere, die dort bei mir herumliegen, in verschiedenen Koffern und zum Teil auch von Mäusen angenagt und sein großes Chaos. Und Marbast, das Zentralarchiv der deutschen Dichtkunst, wollte mein Archiv haben. Und ich habe gesagt, ich habe schon testamentarisch das Zentralarchiv der evangelischen Kirche vermacht. Und da hat sie dann Ordnung gemacht und hat es gibt ein wunderschönes Verbum dafür, wie ein Vorlass, ein Nachlass, wie ein Archiv aufgenommen wird und dann übergeben wird an die entsprechende Stelle. Und dieses Wort heißt eingepflegt, nicht wahr? Also Sie haben bitte alle meine Schreibereien, haben Sie eingepflegt und da ist noch kein Ende abzusehen. Die Tagebücher habe ich noch nicht herausgerückt. Ich schreibe seit 11 Jahren im Tagebücher, wo ich mich über meine Großmutter sehr geärgert habe. Die war nämlich Apothekerin und hier sitzen die Bazillen und wir mussten uns immer, die Kniefe mussten wir wahnsinnig schrubben. Und noch viele andere Sachen warten, dass sie sich deren annehmen. Also wie gesagt, sie ist eine heruntergekommen, die nun eigentlich zu einer Hiergebliebenen geworden ist. Und das kann man vielleicht auch sagen über die Dame dort aus England. Auch eine heruntergekommene, eine Hiergebliebene. Und da sind wir mitten im Thema. Das Eigentliche und Richtige sagen jetzt Sie. Vielen Dank, Herr Schlapp. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Michaela Nowotnik und ich komme aus Berlin und ich bin seit einiger Zeit hier tätig. Und was ich jetzt erzählen werde, ist vor allem, also wie meine Arbeits-, also wie mein Forschungsumfeld hier aussieht, vielleicht auch ein wenig, wie ich darauf gekommen bin
Und ich würde gerne auch noch was berichten darüber, welchen Austausch es momentan eigentlich schon gibt, also welche Möglichkeiten ich sehe der Zusammenarbeit. Also ich bin ziemlich aktiv hier auch in der Nachwuchsakquirierung für wissenschaftliche Betätigung in Siebenbürgen. Und da würde ich einfach noch ein bisschen was dazu sagen. Und anschließend komme ich dann auf die tatsächliche Zusammenarbeit mit Herrn Schlattner, weil wir gerade im letzten Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und zwar haben wir seine frühen Texte herausgegeben. Da komme ich noch drauf. Sie haben sie herausgegeben. Eine Schwierigkeit, wenn man mit jemandem von hier zusammenarbeitet, ist, dass er immer wieder spricht. Und waren auch in diesem Frühjahr auf Lesereise gewesen in Deutschland. Genau, und da würde ich einfach ein bisschen was drüber erzählen und Herr Schlattner würde dann aus den neuen Texten auch vorlesen. Genau, also ich habe an der Humboldt-Universität Neuere Deutsche Literatur studiert und Theaterwissenschaft und hatte überhaupt gar keinen Bezugspunkt zu Siebenbürgen oder zu Rumänien oder überhaupt zu Osteuropa. Also familiär nicht und auch sonst irgendwie im Studium nicht damit in Berührung gekommen. Und ich wollte aber immer gern was mit dem Ausland machen, im Ausland oder mit Literatur aus dem Ausland. Und es ist bei neuerer deutscher Literatur von der Sache her schon etwas schwierig, was mit dem Ausland zu machen, kann man sich vielleicht vorstellen. Spanisch ist leichter, nach Spanien zu gehen. Und ich kam dann für meine Magisterarbeit drauf, dass ja hier auch eine deutsche Minderheit lebte und auch noch lebt. Und dass die ja sicherlich auch Autoren hervorgebracht hat, die man ja auch mal untersuchen könnte. Und war dann 2004 zum ersten Mal hier in Siebenbürgen. Und habe so ein bisschen mich umgeschaut. Damals gab es schon eine Bibliothek in Hermannstadt vom Friedrich-Teutsch-Haus. Eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, muss ich sagen. Hätte ich so eigentlich auch gar nicht erwartet. Und da war ich dann und bin so ins Gespräch gekommen, auch mit den Menschen aus der Bibliothek, die da arbeiten, mit Herrn Pfarrer Rehner, der da Bibliothekar ist. Und die haben dann gesagt, ja, es gibt viele Möglichkeiten, setzen sich doch mal mit Joachim Wittstock in Verbindung. Und das war eigentlich so die Initialzündung. Ich habe dann Herrn Wittstock getroffen damals und der hat dann in einem einstündigen Gespräch mir so viele Forschungsmöglichkeiten auf den Tisch geblättert, dass ich wusste, das reicht für die nächsten 40 oder 50 Jahre. Und zwar für mindestens 10 Personen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe dann mit meinem Professor gesprochen und so entstand dann mein Thema für die Magisterarbeit. Und zwar geht es in der Magisterarbeit darum, dass ich untersucht habe Autoren aus Deutschland, also aus dem Deutschen Reich damals, weil es ist immer vor dem Zweiten Weltkrieg, die Autoren habe ich untersucht. Die im Ersten Weltkrieg. Nein, vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Klingsor ist bis in die 30er erschienen. Und habe untersucht, welche Autoren hier in Siebenbürgen warum veröffentlicht haben. Weil das ist eine Sache, die in Deutschland nicht bekannt ist. Also zumindest, nee, eigentlich ist sie nicht bekannt, sie ist überhaupt nicht bekannt. Also es gab hier drei Literaturzeitschriften, die für Siebenbürgen sehr bedeutend sind, die man in Deutschland aber nicht kennt. Und in diesen Literaturzeitschriften haben Autoren aus dem Deutschen Reich veröffentlicht. Und nicht irgendjemand, sondern es gab Kontakte zu Thomas Mann, es gab Kontakte zu Hermann Hesse und zu Gerd Hauptmann zum Beispiel. Es gab Kontakte zu den ganzen Expressionisten der damaligen Zeit, die zum Teil sogar hier waren in Siebenbürgen. Und hier veröffentlicht haben in den Literaturzeitschriften. Und was die eigentliche kleine Sensation ist, sie haben sogar Erstabdrucke hier, also es gibt Erstabdrucke, Texte, die zum ersten Mal hier in Siebenbürgen erschienen sind und es gibt Texte, die nirgendwo anders erschienen sind, außer hier in Siebenbürgen. Also ich habe ein Gedicht von Hermann Hesse gefunden, was in der Fassung in Deutschland nicht bekannt ist. Also man weiß gar nicht, dass es dieses Gedicht gibt, weil er hat es hierher geschickt und dann ist es irgendwie aus dem Nachlass verschwunden und nicht aufgenommen worden. Und ich finde, das sind schon ganz bedeutende Dinge eigentlich, weil man das in Deutschland nicht beachtet, dass die Autoren auch nach außen gewirkt haben und dass sie durchaus hier Sachen auch hergeschickt haben, dass es hier eine durchaus aktive Literaturszene zum Beispiel auch gab. Also man muss sich halt vorstellen, dass Hermann Hesse nicht irgendjemand war damals, sondern das war jemand, der seine Gedichte, wenn er sie in einer Zeitschrift verkauft hat, für richtig viel Geld verkaufen konnte. Also so vergleichbar mit dem Monatslohn, was man heute verdienen würde, konnte er ein Gedicht an eine Zeitschrift in Deutschland verkaufen. Und er wurde angeschrieben hier aus Siebenbürgen und die haben natürlich geschrieben, wir haben nicht viel Geld. Also es war damals schon so, dass der Wechselkurs auch ganz miserabel war. Wollen Sie nicht trotzdem was herschicken? Und Hermann Hesse schickt ein Gedicht. Hermann Hesse schickt ein Gedicht, was er in Deutschland gut hätte verkaufen können für nichts. Für nichts. Also nur, dass er abgedruckt wird. Und das nächste Spannende ist natürlich, Hermann Hesse schickt das Gedicht. Es erscheint aber nicht in der Zeitschrift, weil nämlich der Herausgeber der Zeitschrift ihn zurückschreibt, Herr Hesse, das ist alles sehr nett von Ihnen, aber Ihr Gedicht passt dann wohl doch nicht in unser Konzept von der Zeitschrift.
Und das ist nämlich auch das Spannende. Also es gab durchaus diesen Austausch, aber schon damals ist an bestimmten Mentalitätsunterschieden tatsächlich die Kommunikation gescheitert. Weil in Deutschland hätte sich das niemand getraut, Hermann Hesse einfach so auszuschlagen. Hätte einfach niemand gemacht. Also die hätten auch ihre Zeitschrift nach Deutschland verkaufen können, da mit diesem Gedicht drin. Die hätten Gelder einnehmen können. Aber sie haben gesagt, nein, Herr Hesse, das ist nicht so. Und haben dann, glaube ich, nochmal nachgefragt, ob er noch ein anderes hätte. Aber das hat dann Hermann Hesse auch nicht gemacht. Genau, also das habe ich untersucht damals, solche Sachen in meiner Arbeit und war da zum ersten Mal hier und bin dann auch gleich auf die ersten Schwierigkeiten gestoßen bei den bei meinen Forschungen. Es ist nämlich so, dass es gar nicht so häufig ist, dass Leute aus Deutschland hierher kommen, um zu forschen, gerade über Literatur nicht. Also es sind hauptsächlich Personen, die hier geboren wurden oder die hier geblieben sind, die ausgewandert sind, wie auch immer. Aber es ist recht selten, dass jemand aus Deutschland kommt, der überhaupt keinen Bezug hierher hat. Und ich gehe ja immer, also ich bin zumindest damals immer von dieser Warte ausgegangen, das ist auch ein Teil der deutschen Literatur und nicht primär siebenbürgisch-sächsische Literatur zum Beispiel oder banat-schwäbische Literatur, sondern es ist deutsche Literatur, also deutschsprachige Literatur. Und ich war dann für mehrere Monate in Hermannstadt, habe da im Staatsarchiv recherchiert, in einem Nachlass, habe da die doch sehr komplizierten Forschungsbedingungen kennengelernt, habe dann zum ersten Mal verstanden, warum vielleicht auch viele Deutsche abgestellt werden, hierher zu kommen, weil es nicht sehr einfach war, damals zumindest in den Staatsarchiven zu forschen. Also die Forschungen werden, also man ist einfach anderes gewohnt, muss ich so sagen. Also vielleicht, wenn man in Deutschland in ein Archiv geht, dann bestellt man seine Sachen und dann bekommt man die und der Archivar sieht, also in seinen Augen bin ich quasi seine Existenzberechtigung, weil ich gehe hin, um etwas zu haben und ihn gibt es ja nur, weil ich dahin gehe, um Sachen zu haben. Und hier ist es ein bisschen anders. Also hier bin ich, genau umgekehrt. Also hier war ich der Störfaktor in diesem Archivablauf, der ohne mich wunderbar funktioniert hat, aber mit mir dann eben nicht mehr. Und ich habe auch deswegen 5 Monate in Hermannstadt verbracht, weil ich nur 3 Stunden am Tag im Archiv sein konnte, weil sie nämlich immer eine Sondersitzung hatten oder später aufgemacht haben, weil irgendjemand krank geworden ist oder weil Reformationstag war. Und dann meinte ich so, aber sie sind doch ein rumänisches Archiv, das macht nichts. Und sie haben aber deutsche Archivalien, deswegen würden sie auch den Reformationstag und so. Und, also es war alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe mich da durchgebissen und bin auch belohnt worden. Also ich habe tolle Sachen gefunden da in diesem Archiv, wie gesagt, von denen niemand was weiß, aber auch, weil die natürlich nicht, weil dann nicht nach außen gearbeitet wird. Also deutsche Archive sind ja hauptsächlich schon vernetzt, also da sind viele Sachen online einzusehen. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Und damals, als ich hier war, zum ersten Mal, habe ich halt auch schon in der besagten Bibliothek sehr viel gearbeitet und diese Bibliothek ist angeschlossen an das Zentralarchiv der Evangelischen Landeskirche hier in Rumänien. Und das war genau die Zeit, als ich da war, als Herr Schlattner seinen Vorlass, also seine ganzen Dokumente aus Marbach ausgeschlagen hatte. Also man muss dazu sagen, dass Marbach das bedeutendste Literaturarchiv ist in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Da wollen eigentlich alle Autoren hin und die hatten sich entschieden, auch Herrn Schlattner mit dazu zu nehmen. Und zwar nicht, weil er Siebenbürger Sachse ist, sondern weil er ein Autor deutscher Sprache ist. Die wollten sogar kommen und Ordnung machen bei mir, was mich ganz erschreckt. Und Herr Schlattner hatte sich dann damals dagegen entschieden, was ich im Nachhinein wirklich sehr begrüße. Er hat gesagt, dass er so mit diesem Land verwurzelt ist, dass auch sein Vorlass mit diesem Land verwurzelt sein soll, der ja irgendwann dann, wenn er freigegeben schon der Nachlass ist. Das Problem war nur, dass dieses Archiv niemand hatte, der das aufarbeiten konnte. Und es liegt technisch richtig. Nee. Technisch richtig. Ja. Also wenn man sich das vorstellt, so ein Vorlass, der enthält natürlich sehr viele persönliche Dokumente. Neben den Manuskripten, wie bei Herrn Schlattner der Fall ist, oder Predigten oder so, sind natürlich auch Korrespondenzen drin. Da gibt es Leute, die Briefe schreiben, da gibt es Leute, die sich an Herrn Schlattner als Seelsorger wenden. Da sind dann irgendwann seine Tagebücher drin, da sind seine E-Mail-Korrespondenzen mit dabei. Da ist ein Abbild seiner Festplatte vom Computer zu Hause dabei. Und wenn man das aufarbeitet, dann schaut man da rein. Also man schaut in das Leben von diesen Menschen hinein. Und zwar nicht nur in das Leben von diesem einen Menschen, sondern in das Leben von dem ganzen Umfeld dieses Menschen, weil natürlich diese Sachen, diese Berührungspunkte damit auch drin sind. Und das Archiv hat jetzt das Problem gehabt, dass sie niemanden gefunden haben, der zum einen weit genug weg ist von Herrn Schlattner und von diesem sächsischen Umfeld, dass er das bearbeiten kann und andererseits nah genug dran ist, um bestimmte Sachen auch einsortieren zu können. Also sich damit auskennt. Man hätte das natürlich auch ausschreiben können in einer öffentlichen Ausschreibung. Wir brauchen jemanden, der das macht, einen Archivwissenschaftler. Das wollten sie aber nicht. Und dann hat mich der damalige Leiter von dem Teutschhaus gefragt, ob ich das vielleicht machen würde wollen.
Und ich sagte, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, ja gerne. Und Herr Schlag hat dann auch zugestimmt. Und so bin ich dann, noch bevor ich meine Magisterarbeit geschrieben hatte, die Vorlassverwalterin von Herrn Schlattner geworden, wenn man das so sagen kann. Genau, dann bin ich mit bundesdeutschen Fördergeldern hierher gekommen. Also es gibt vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die haben sich auf die Fahne geschrieben, deutsches Kulturgut hier zu fördern und auch den Austausch zu fördern und die Aufarbeitung von Archivalien, von allem Möglichen. Also man kann da Anträge stellen, Projektanträge und bekommt die, wenn die gut sind und wenn sie meinen, dass der deutsche Staat da auch was von hat, dann bekommt man diese auch genehmigt. Und ich war mit diesen Geldern ein Dreivierteljahr hier in Hermannstadt, also hier in Siebenbürgen, und war dann in Hermannstadt, hat diesen Vorlass entgegengenommen, habe ihn ins Archiv gebracht, habe ihn in eine Datenbank eingepflegt, habe es aufgearbeitet, habe in Mappen verpackt und habe ihn einfach benutzbar gemacht. Also ich habe Bananenkartons abgeholt und habe dann ins Regal einzelne Mappen gestellt in anderen Kartons und im großen Findbuch, sodass man nachblättern kann, wo was ist. Und während dieser Zeit habe ich meine Doktorarbeitsthese entwickelt, die zum Teil aus diesem Vorlass hervorgeht, aber auch aus den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Und natürlich auch mit der Literatur, die ich gelesen hatte. Und in der Zeit haben wir auch diese Manuskripte gefunden von Herrn Schlattner, zu denen ich nachher noch kommen werde. So, das waren jetzt so meine persönlichen Erlebnisse und meine persönlichen Bezugspunkte zu Siebenbürgen. Jetzt sage ich noch kurz was zu diesen Forschungsmöglichkeiten, die es gibt und die es auch im Austausch gibt, nicht nur mit Deutschland, sondern auch international, zumindest europäischem Austausch. Also mein persönliches Forschungsgebiet sind Autoren deutscher Sprache, die aus Rumänien kommen, beziehungsweise noch in Rumänien leben. Und ich sage jetzt auch bewusst nicht rumäniendeutsche Autoren, weil die Definition natürlich eine sehr schwierige ist. Damit würde ich dann eigentlich Heiter Müller ausschließen zum Beispiel oder Richard Wagner, weil die nicht mehr in Rumänien leben, sondern in Deutschland leben, aber zum Teil auch noch der rumäniendeutschen Literatur zugehörig sind. Und ich würde aber auch gleichzeitig zum Beispiel sowas wie Adolf Meschendörfer ausschließen, weil der kein rumäniendeutscher Autor ist, sondern ein siebenbürgisch-sächsischer Autor. Dann, wie haben Sie es formuliert nochmal? Deutschsprachige Autoren aus Rumänien. Weil ich glaube, aus Rumänien ist ein wichtiges Kriterium. Sie zumindest irgendwie. Verzeihen Sie, Rumänisch ist es noch deutlicher. Skritor, der expresse Germane in Romania. Aber ich schreibe ja auch Deutsch. Ja, ich meine, aber das ist noch genauer, würde ich sagen. Genau, also das ist mein Forschungsthema und was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass man in Deutschland darüber zwar nicht viel weiß, aber dass das Interesse doch sehr groß ist. Also ich habe auch an der Humboldt-Universität in Berlin schon unterrichtet und zwar habe ich ein Seminar angeboten, Masterseminar zu rumäniendeutscher Literatur und da waren ungefähr 15 Studenten, was für ein Masterseminar ziemlich groß ist. Und die sind auch bis zum Ende dran geblieben und waren unglaublich beeindruckt, meine Studenten, und haben auch tatsächlich sich reingearbeitet in dieses ihnen völlig fremde Thema. Dabei habe ich natürlich auch bemerkt, dass die Studenten heute, also diese Jungen zwischen 20 und 25, würde ich jetzt mal sagen, dass die keine Ahnung haben von Osteuropa. Also sie wussten nicht, wo Rumänien liegt, sie konnten Ceausescu nicht aussprechen, sie hatten außer von Hertha Müller eigentlich noch von niemandem gehört und wussten auch noch nicht mal, dass Hertha Müller eigentlich aus Rumänien kommt. Also das sind alles so Schwachstellen, die ich sehr schade finde, dass es nicht mehr bekannt ist, aber man bekommt die Studenten und das fand ich sehr schön. Also man bekommt sie dazu, dass sie sich dafür interessieren. Und das Schönste für mich war, ich bin auch Mitglied im Studium Transsilvanicum, zu dem komme ich gleich auch noch. Das ist quasi die Jungsektion des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde. Wir treffen uns einmal im Jahr in Siebenbürgen und drei meiner Studentinnen sind bislang mit dabei gewesen. Das fand ich wirklich schön. Also ein Viertel meiner Studentinnen ist gekommen, um hier vor Ort da zu sein, sich zu beteiligen und sich für den Austausch zu interessieren und vor allem auch aktiv daran teilzunehmen. Und eine Studentin möchte jetzt mit dem Goethe-Institut nach Rumänien kommen. Und wie gesagt, alles Studenten, die vorher keine Ahnung hatten, wo Rumänien überhaupt liegt. Genau, jetzt würde ich kurz was dazu sagen, was es so für Möglichkeiten gibt für, wie es hier heißt, Heruntergekommene. Also ich sehe mich jetzt eigentlich nicht als Heruntergekommene. Ich weiß nicht, also ich würde das auch gar nicht so, für mich würde ich das nicht definieren und ich glaube auch für meine Generation ist es nicht so das Problem. Also man ist lokal nicht mehr gebunden.
ist zumindest so mein Eindruck. Man hat dieses Heimatgefühl, das muss nicht an einen Ort gebunden sein, sondern das sind andere Dinge, an die wir uns binden zum Beispiel. Das sind meine Erfahrungen aus diesem Studium Transsilvanikum. Wir machen einmal im Jahr eine Ferienakademie in Siebenbürgen, immer an einem anderen Ort und treffen uns da. Und wir, das sind Jungforscher, das sind Jungakademiker, das sind Doktoranden, so wie ich, aus der ganzen Welt. Also wir haben Schweden dabei, wir haben Franzosen dabei, wir haben natürlich Rumänen und Ungarn dabei, wir haben Deutsche dabei, war auch schon Amerikaner dabei. Und die haben alle irgendwie einen Bezug zu Siebenbürgen mit ihrem Forschungsthema und wir treffen uns dann eben in Siebenbürgen, um hier zu forschen. Und das Schöne ist, also sagen wir mal für mich das Interessante ist, dass Leute dort zusammenkommen, die familiär keine Wurzeln haben in Siebenbürgen, die auch zum Teil noch nie was von Siebenbürger, also nie Kontakt hatten zu Siebenbürger Sachsen, die aber die Geschichte sehr interessant finden. Oder die über einen völligen Umweg auf Siebenbürgen gekommen sind. Das passiert auch. Wir hatten zum Beispiel in Schweden, der ist Denkmalpfleger und hier haben wir immer noch Robin. Und Robin forscht in Schweden über Kirchenburgen, die es auch in Schweden gibt. Und ist dann drauf gekommen, dass in Rumänien ja auch Kirchenburgen sind. Das wusste er vorher gar nicht. Und fand das total interessant und kam jetzt dazu. Und der forscht jetzt also nicht über Siebenbürgen im Speziellen, sondern er forscht darüber, warum es in Schweden und in Siebenbürgen Kirchenburgen gibt. Und wo da eigentlich der Zusammenhang ist und wie da eigentlich der Übergang ist. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, ich forsche über siebenbürgische Kirchenburgen, sondern ich forsche jetzt einfach weiter gedacht, also im europäischen Rahmen, wenn man es jetzt mal so das Wort bemühen möchte, es ist einfach jetzt, man verlässt so dieses Gebiet Siebenbürgen, sondern geht ein bisschen darüber hinaus. Und ich betone das jetzt auch deshalb mit diesem Studium Transsilvanikum, weil ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Also dieses Modell zum einen, weil man natürlich junge Leute heranbekommt, die findet man nicht unbedingt hier und die findet man auch nicht einfach so in Deutschland, sondern man muss sie irgendwie zusammenbekommen, diese Forscher zusammenbringen oder auch Leute dafür zu begeistern, hierher zu kommen und hier zu forschen. Und das passiert genau in dieser Ferienakademie. Die ist finanziert aus Deutschland und aus Rumänien, also das ist eine Kooperation. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel was eine Kooperation zwischen dem IKGS in München und der Universität in Klausenburg. Dabei sind natürlich die Geldgeber sind in Deutschland zu finden, also meistens zumindest, aber dafür bekommen wir hier sehr viele Unterstützung, indem wir zum Beispiel in diesem Jahr eine Unterkunft gestellt bekommen haben, kostenlos, und Führungen durch Klausenburg bekommen haben, Angebote bekommen haben, um uns Bibliotheken anzuschauen, um in Kontakt zu kommen mit Klausenburger Jugendlichen oder auch mit den Akademikern in Klausenburg. Und man merkt da, also dass wir uns quasi nicht mehr aufteilen in siebenbürgische Forscher von hier, diese zurückgebliebenen und heruntergekommenen in dem Sinne, sondern dass das für uns nicht mehr relevant ist. Und es ist tatsächlich nicht mehr relevant. Also ich kann mit Etienne aus Frankreich genauso gut über das Thema reden, wie mit jemandem, der hier geboren ist, hier aufgewachsen ist und hier geblieben ist. Manchmal sogar besser, weil die Meinungen sehr aufeinanderprallen. Und das fördert auch einen intensiven Austausch, weil man nämlich nicht mehr so frontal aufeinander prescht und ich mit meinen deutschen Vorstellungen nach Rumänien komme und die Siebenbürger Sachsen mit ihren Vorstellungen auf mich prallen, sondern es verläuft sich einfach mehr und man kommt auf ganz andere Konflikte und auf ganz andere Konfliktlösungen auch meistens. Und wir haben zum Beispiel auch viele dabei, deren Eltern ausgewandert sind und sie als Kinder mitgenommen haben nach der Wende und die jetzt wieder zurückkommen. Und das sind so sehr interessante Konstellationen, die da aufeinander treffen und also das ist tatsächlich immer das Interessanteste, dass dann Kinder von diesen Eltern, die für ihre Kinder ausgewandert sind, wieder zurückkommen, hierher kommen und hier forschen wollen, sich hier an die Unis begeben, hier in die Archive sind und damit auch in einer gewisser Weise mit ihrem Elternhaus brechen, weil nämlich die Eltern, zumindest ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, den Kindern dann immer gesagt haben, aber ich bin doch deinetwegen ausgewandert, warum gehst du jetzt wieder zurück nach Rumänien? Und wir haben einfach eine Fülle von nachtfüllenden Themen quasi, die wir da besprechen können. Und wir wachsen auch so langsam dann, also wir als Mitglieder quasi, wachsen dann auch langsam rein in die tatsächliche Forschung. Weil diese jungen Sektion ist so ein Feld des Ausprobierens, da kann man Sachen versuchen und dann wird man irgendwann eingeladen zum tatsächlichen Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. Oder auch zu anderen Vorträgen, so wie heute und wie hier. Und muss dann quasi seine Ergebnisse präsentieren, die man sich so angeeignet hat in der Zeit. So, jetzt würde ich noch kurz was zu meiner Uni-Tätigkeit in Berlin sagen. Habe ich ja schon angekündigt, dass ich da auch Seminar gemacht habe und mit den Studenten dann gewisse Sachen ausprobiert habe. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die vielleicht tatsächlich eine Zukunft haben könnten.
dass man sich überlegt, dass der Austausch auf einer universitären Ebene stattfinden kann, also dass man Leute einfach zusammenbringt, dass man Leute an einen Tisch bringt. Weil das Problem, was wir momentan hier in Siebenbürgen haben, ist, dass kein Nachwuchs kommt. Also es ist tatsächlich ein massives Problem. Wenn ich in Hermannstadt an die Uni gehe, da gibt es ja auch die Germanistik, da wird in 5 Jahren ein Seminar zur rumänisch-deutschen Literatur angeboten. Und da liegt sie vor der Tür. Also da steht Herr Schlattner, wohnt 20 Kilometer von Hermannstadt von der Universität weg. Herr Wittstock wohnt in Hermannstadt. Walter Gottfried Seidner wohnt 5 Kilometer weg von Hermannstadt. Und die jungen Leute, die nachwachsen, lernen aber nichts über die Autoren, die da wohnen, sondern die lernen natürlich was über Goethe und Schiller und die ganzen großen deutschen Autoren, also die bundesdeutschen Autoren. Das ist die Germanistik. Also da wird dieser Zweig gar nicht beachtet. Und es gibt diese Bibliothek, es gibt das Archiv in Hermannstadt, es gibt so ein Archiv auch in Kronstadt, es gibt hier eine Bibliothek. Und da sitzen aber keine Studenten drin, da sitzen keine Forscher von hier drin, da sitzen Bundesdeutsche drin. Da sitzen Leute drin, die aus Deutschland kommen und hier irgendwas machen. Und das ist verdammt schade. Das ist wirklich so schade, weil man dieses Potenzial nutzen könnte, das könnte man. Also man hat die Möglichkeiten zu forschen und man hat ja auch Studenten, die sich sicherlich dafür begeistern lassen, aber es kommt nicht zusammen. Und ich glaube, die Möglichkeit ist, dass man tatsächlich Netzwerke schafft, um diesen neudeutschen Begriff nochmal unterzubringen. Also dass man einfach Partnerschaften schafft, dass man Universitäten zusammenbringt, dass man Projekte aus Deutschland hier macht, so wie das ja in manchen schon passiert. Also es gibt ja zum Beispiel die Universität Hildesheim, die viele Restaurierungskampagnen hier gemacht haben, auch in Schäßburg. Und die bringen jedes Jahr Studenten runter nach Schäßburg. Und die lernen hier Sachen kennen, die bringen ihr Know-how mit, was sie aus Hildesheim haben, auch ihre Gerätschaften zum Beispiel. Die kommen hierher und restaurieren Dinge, weil es diesen Studiengang Restaurierung so hier nicht gibt, aber kommen auch in Kontakt mit anderen Studenten, die hier vor Ort sind. Und können dadurch kann man einfach Sachen auch zusammen erreichen. Und das nächste Problem ist natürlich, also nicht nur, dass kein Nachwuchs herankommt, sondern man ist ja auch überfordert mit dem, was hier ist. Also gerade wenn es um deutsche Sprache und Kultur geht, sind natürlich die Kulturtragenden sind weg, die sind nicht mehr da. Und man kann von niemandem erwarten, der nicht sich als deutsch ethnisch zugehörig fühlt, dass der ein Interesse dafür entwickelt, alles aufzuheben und alles zu bewahren. Das kann man von niemandem verlangen, aber man muss irgendwie damit umgehen. Und was ich gerade so als Hauptaufgabe für mich sehe, ist so ein Bewusstsein zu schaffen, dass man zum Beispiel nicht alles wegwirft. Dass Personen, die Privatnachlässe erhalten haben, also von jemandem zum Beispiel, der ausgewandert ist und einen Fotokarton noch hatte, dass er den dann zu Hause gelassen hat bei jemandem anderen, und die fliegen jetzt momentan alle in den Müll, so mehr oder weniger. Also zum Beispiel gab es vor 2 Jahren so einen kleinen Sensationsfund auf dem Dachboden in Michelsberg, da ist das ungefähr, sagen wir mal, 2/3 des Archivs der Gebrüder Fischer gefunden worden, fotografischer Nachlass, der lag halt auf diesem Dachboden und niemand wusste, was es ist. Und es war wirklich ein Zufallsfund und es war Glück, dass es auf dem Pfarrhof war, weil wenn er in einem normalen Haus gelegen hätte, man weiß nicht. Also wenn das Haus verkauft worden wäre, jemand hätte diese alten Glasplatten gesehen oder irgendwelche Filmrollen, ob er die aufgehoben hätte. Das weiß man alles nicht. Und momentan ist es tatsächlich so, dass immer mehr Sachen verschwinden und ich weiß, dass es bestimmte Sachen noch geben müsste, aber ich weiß nicht, wo ich finden kann oder wo ich suchen kann. Und ich fände es schön, wenn dieses Bewusstsein zwischen den hier gebliebenen natürlich, aber auch zwischen anderen, die sich dafür auch vielleicht verantwortlich fühlen könnten, das hatten wir ja vorhin auch schon, dieses verantwortlich fühlen gegenseitig, dass man so ein Interesse dafür aufbaut und Sachen bewahrt und aufhebt und zum Beispiel auch für die Studenten sehr wichtig in Dörfer fährt. Das hatte ich an meinen 3 Studenten, die jetzt hier waren, gemerkt, dass die natürlich keine Vorstellung haben, wie so ein siebenbürgisches Dorf funktioniert, wenn sie von Hertha Müller die Atemschaukel gelesen haben. Das können sie sich auch nicht vorstellen. Aber es ist Teil dieser rumänien-deutschen Literatur. Und man kann natürlich die Niederungen von Hertha Müller zum Beispiel oder auch von Eginald Schlattner, den geköpften Hahn, lesen, ohne dass man das jemals gesehen hat. Ohne dass man begreift, was es ist, in einem kleinen Dorf zu leben, in der Nähe von Schäßburg oder in der Nähe von Nitzkidorf oder so. Aber es ist gerade noch so, dass man es noch, die Reste kann man momentan noch erfahren. Und ich fände es wichtig, wenn die Studenten und auch andere Personen das erfahren können und erfahren wollen und auch diese Möglichkeit haben, einfach in das Land zu kommen und hier zu sein und Austausch zu haben und auch dahingehend dann wertzuschätzen, was hier geschaffen wurde an Kultur und an Literatur. Und jetzt komme ich wieder zu Herrn Schlattner zurück, der Bogen ist gespannt. Dieser Nachlass oder dieser Vorlass, den Herr Schlattner im Volkshaus gegeben hat, es ist auch deshalb so wichtig, dass er den hier gelassen hat, weil er damit Leute zwingt, hierher zu kommen. Wer sich mit Herrn Schlattner beschäftigen will, der muss hierher kommen. Der kann nicht in Deutschland sitzen, in einer Bibliothek, und die Sachen einsehen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Er kann auch nicht einfach mit dem Zug nach Marbach fahren und sich da hinsetzen, sondern er muss hierher kommen und er muss
Zum einen natürlich diese Distanz überwinden, was auch immer wichtig ist, dass man merkt, also dass man so ein Gefühl bekommt für diese Distanz, die ist. Also dass Herr Schleipner 2000 Kilometer von den deutschen Zentren oder von den deutschsprachigen Zentren geschrieben hat. Es ist wichtig, dass man das weiß, um das einordnen zu können. Und er muss hier sein, um darin zu forschen. Und er muss auch länger hier sein. Und also er ist gezwungen, zumindest eine Woche hier zu verbringen in Siebenbürgen und dieses Gefühl zu bekommen, was es bedeutet, hier zu sein. Und dass es eben auch noch was anderes gibt als eine gut ausgerüstete Bibliothek in Berlin. Das weiß man, dass es die gibt. Aber man weiß nicht, wie es hier ist, in so einer kleinen Bibliothek zu sein, die auch sehr gut ausgerüstet ist, aber wo bestimmte Bedingungen einfach anders sind als bei uns. Und wo das Leben einfach anders funktioniert. Und deswegen finde ich es so toll, dass Herr Stadtner sich bewusst dafür entschieden hat, obwohl natürlich Marbach die besseren Aufbewahrungsbedingungen hat, da machen wir uns nichts vor, das ist einfach so, die haben auch mehr Geld. Er hat sich bewusst entschieden, das hier zu lassen, in Siebenbürgen, unter anderem nämlich mal aus diesem Grund. Oder, Herr Stadtner? Sie herunterkommen und forschen hier bei mir. Ich ja, zum Beispiel. Ja, das wäre ein Grund gewesen. Ja, absolut. Aber nur wusste ich nicht, dass Sie kommen werden. Aber Sie wussten, dass andere wahrscheinlich kommen werden. Die Formel war bei mir einfacher. Hier bin ich begraben, hier soll das Archiv mitbegraben sein. Ja. Genau, und jetzt würde ich überleiten. Und zwar bei meinen Recherchen zum Vorlass von Herrn Schleipner bin ich ja oft in Rothberg gewesen, wo eben sein Vorlass liegt. Ich bin da mit Bananenkartons hingefahren, um Sachen abzuholen fürs Archiv, um es da zu sortieren und einzuordnen. Und bei einem dieser Besuche sagte Herr Schlattner, da steht so ein ruppiger Koffer, nehmen Sie den doch mal mit. Und, naja, wir dachten, glaube ich, beide anfangs, dass da Spenden drin sind für die Zigeuner. Klamotten für die Zigeuner vom Bach, das haben wir gedacht. Ja, und dann habe ich diesen Koffer aufgemacht. Und als erstes habe ich gesehen, dass der Neue Weg drin ist, also die damalige Zeitung. Vergilbt. Ja, die Tageszeitung von damals. Und habe so drauf geguckt und dachte erst mal gut, von 1957 ist ja ganz spannend, hat er wahrscheinlich Zeitungen gesammelt. Und habe die dann aber so ein bisschen aufgeschlagen und gesehen, dass in diese Zeitung eingeschlagen Manuskripte von ihm lagen. Und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern ich glaube so ungefähr 30, 40. Packen, Papierpacken. Von Mäusen angefressen, das waren sie auch tatsächlich, also das ist jetzt keine Metapher, die waren wirklich von Mäusen angefressen, aber glücklicherweise hat Herr Schlattner, wenn er Maschine geschrieben hat, immer ungefähr so viel Rand gelassen. Deswegen für ist die Mäuse. Genau, der Mäuserand. Die Mäuse sind nicht vergangen. Also sie hatten sich kaum bis zum Text vorgefressen, sagen wir es mal so. Und als ich das aufgeklappt hatte und den ersten Text rausgeholt hatte, und das war nämlich dieser hier, Odem, in dem Moment war mir bewusst, dass es hier eine kleine Sensation gibt. Weil bis dahin musste man davon ausgehen, dass diese frühen Texte von Herrn Schlattner nicht mehr existieren. Also, um einführend zu sagen, Herr Schlattner hat nicht erst mit seinen drei Romanen angefangen zu schreiben, wie man vor allem in Deutschland meistens denkt. Also, die meisten Rezensionen sind dann so der große Spätdebütant, der vom Himmel fiel. Wie auch ich gedacht habe. Genau, Herr Schlattner hat das nie gerade gerückt, in keinem Interview, weil er nämlich auch seine frühen Texte vergessen hatte. Und Herr Schlattner hat schon Anfang 20 angefangen zu schreiben. Und zwei seiner Texte waren auch im damaligen Staatsverlag für Literatur und Kunst angenommen worden, in der Eskla. Und die waren nicht nur angenommen worden, sondern die waren lektoriert worden. Die waren wahrscheinlich sogar schon gesetzt worden und sie waren auf jeden Fall für den Druck vorbereitet worden und sollten Anfang 1958 erscheinen. Das kann man aus den Zeitungen damals nachvollziehen, da steht dann drin, soll erscheinen so und so und ein großer Band von Egon Schlattner. Auszüge waren schon erschienen in Zeitungen von beiden Texten, und zwar von dem Text Odem und dem Text Gediegenes Erz. Und dann ist Egon Schlattner Ende 1957 verhaftet worden. Und damit war Schluss. Also damit wurde er komplett eliminiert aus dieser literarischen Szene und hatte auch keine Möglichkeit mehr gehabt, da wieder einzusteigen. Im Kommunismus zumindest nicht. Also seine Bücher sind zurückgezogen worden, was wiederum auch sehr interessant ist. Also ich habe noch nicht ganz genau nachvollziehen können, wie das praktisch tatsächlich gelaufen ist, weil sie waren auch in der DDR schon angekündigt. Also es sollte eine Lizenzausgabe in die DDR geben und es gibt jemanden, der die Bücher bestellt hatte in der DDR und auch eine Bestellbestätigung bekommen hatte. Und es gibt jemand, der das fertige, zensierte Manuskript gesehen hat vom Gediegenen Erz mit den Zensurstempeln drauf. Wer ist das? Und das ist ein Bekannter von Hedi Hauser gewesen. Ja. Mhm. Wenn nicht sogar ihr Mann Arnold Hauser, das hat sie nicht so genau gesagt. Ein bisschen Neuigkeiten für mich, aber sagen Sie wirklich. Und jetzt kann man sagen, na, das sind halt alte Texte und das interessiert mich keinen.
Und die sind ja auch schon so alt und wir haben ja auch Texte aus der damaligen Zeit, aber das eigentlich Spannende ist natürlich auch der Text, ja, aber das eigentlich Spannende ist, dass man an diesen Texten bzw. an den Manuskripten, die bei Herrn Schlattner in dem Koffer lag, zum ersten Mal nachvollziehen kann, wie ein Verlag damals gearbeitet hat, weil Herr Schlattner nämlich das Korrekturexemplar von der ESPA hat aufgehoben. Die ESPA war der Staatsverlag, der kommunistische Staatsverlag für Literatur und Kunst. Genau. Und Herr Schlattner war damals in Bukarest gewesen und hat zusammen mit der Lektorin hat diesen Text bearbeitet. Also sie hat ihm die Korrekturen reingeschrieben. Es waren viele Korrekturen. Klar, ne? Also das waren nicht nur sprachliche Korrekturen, es waren auch inhaltliche, wenn er nicht ganz auf Linie war, dann wurde das schon ein bisschen umgeschrieben. Und man kann damit zum ersten Mal nachvollziehen, wie sowas funktioniert haben kann, zumindest in dem Fall funktioniert hat, weil das Archiv der ESPLA ist verschwunden, so wie viele andere Archive auch. Also das Archiv des Staatsverlags, und zwar nicht nur von der deutschsprachigen Abteilung, wo Herr Schlattner verlegt hat, sondern das Archiv des gesamten Staatsverlages, muss zum heutigen Zeitpunkt als verschollen gelten. Genauso wie das Archiv vom Neuen Weg, genauso wie der größte Teil des Archivs der neuen Literatur, genauso wie das Archiv des Jugendverlags und aller anderen Verlage. Also es gibt zu den Verlagen, gibt es im Grunde genommen nichts. Es ist ein großes, großes Loch, was da ist. Und man muss dazu sagen, dass der Staatsverlag ist damals ungefähr so bedeutend gewesen wie der Aufbauverlag in Deutschland, in der DDR. Oder der Reklamverlag im Osten und im Westen. Und das ist natürlich für die Wissenschaft ist es ganz schrecklich, weil man einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was damals passiert ist. Also man hat nur noch die paar Sachen, die man in den Securitate-Unterlagen findet. Und da weiß man auch, dass man Securitate-Unterlagen nicht einfach als bare Münze nehmen kann, sondern dass man da ja auch nur ein Abbild der Realität hat. Aber zum Beispiel Korrespondenzen, Manuskripte, das ist alles weg, auch keine Verträge mehr, gar nichts mehr. Und damit war das natürlich ein kleiner Sensationsfund, weil nämlich mit den Briefen zusammen, die ich in seinem Vorlass gefunden habe, von der Lektorin und vom Verlag damals, kann man zumindest teilweise nachvollziehen, wie es funktioniert hat. Und das ist tatsächlich der einzige Fall, der mir zumindest bekannt ist, dass man herausfinden kann, wie in den 50er Jahren eine Verlagsarbeit funktioniert hat. Später weiß man ein bisschen mehr, weil die Aktionsgruppe Barnard relativ viel aufgehoben hat, aber für diese Zeit ist es das Einzige. Ja, und dann habe ich, also im vorletzten Jahr haben wir das gefunden, und im letzten Jahr hatte ich dann Herrn Schlattner so weit gebracht, dass er sich ein wenig zu seinen Texten bekannt hatte, zu seinen frühen Texten. Weil eigentlich wollte er von den Texten nicht viel wissen anfangs und hat sich auch gesträubt, die herauszubringen. Was auch nachvollziehbar ist, weil wenn man auf seine Texte schaut, die zum Teil vor 60 Jahren geschrieben waren, dann hat man sich natürlich verändert. Und der junge Eginhard Schlattner ist nicht mehr der Eginhard Schlattner, der jetzt vor ihm sitzt und der seine drei Romane geschrieben hat, das ist auch klar. Und ich hatte ihn dann aber doch überzeugt und dann haben wir im letzten Sommer zusammen an Texten gearbeitet, also es sind zwei Texte erschienen in diesen beiden Ausgaben, die nicht verändert wurden, die so geblieben sind, das sind die Texte, die im Verlag schon angenommen wurden, was auch daran liegt, dass sie schon lektoriert werden. Und die anderen Texte, die ich dann noch gefunden habe, das waren Manuskripte und die waren nicht mehr überarbeitet. Und ich habe dann, also wir haben das so gemacht, dass ich mir die Texte angesehen habe und die Stellen markiert habe, die nicht ganz schlüssig sind. Also wo es sprachliche Fehler gab oder wo auch inhaltlich manchmal irgendwas nicht so ganz hingehauen hat. Aber das war nie mehr als ein Satz oder das waren nie mehr als drei Wörter hintereinander. Und diese Stellen habe ich für Herrn Schlattner dann markiert und dann habe ich aufgepasst, dass er auch nur diese Stellen verändert. Also dass er sich nicht seine Texte anguckt und nochmal neu umschreibt. Und so sind dann Anfang dieses Jahres diese beiden Bücher erschienen. Mein Nachbar, der König und Odem. Odem ist der Text, der mit diesen Korrekturen überliefert worden ist. Und den habe ich auch versucht, mit allen Korrekturen abzubilden. Also wenn man dieses Buch jetzt aufschlägt, dann sieht man hier den Text, wie er ausgesehen hätte, wenn das Buch in den Handel gekommen wäre, beziehungsweise wie es wahrscheinlich ausgesehen hat, bevor die Auflage eingestampft wurde. Und hier unten kann man nachvollziehen, was der Verlag verändert hat, beziehungsweise was die Lektorin verändert hat. 80 Seiten, 1054 Fußnoten. Trotzdem kann man das lesen, habe ich gerade vorgestern gehört. Ja, also ein Lob hier an den Schriftsetzer, der hat es geschafft, einen lesbaren Text rauszuholen. Das nennt man kritische Edition, 1054 Fußnoten. Das ist die Michaela Nowotny. Genau, und hier sind dann auch noch viele Materialien dabei. Also, ich weiß nicht, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber so sieht ein Ursprungsmanuskript aus. Also wir haben hier den Text, den Herrn Schlattner geschrieben hat. In mehreren Durchschlägen hat er einen Freund diktiert damals und dann ist dieses Manuskript an die ESPA gegangen und die haben dann hier ganz viele Veränderungen gemacht und haben zum Teil ganze Seiten neu geschrieben.
die dann natürlich als sein Text gelten. So. Und das ist, also was halt so schön ist, ist, dass man jetzt nachvollziehen kann, was stammt tatsächlich von Eginer Schlattner und was stammt eigentlich von dem Verlag, weil Herr Schlattner hat damals alles nur angenommen, was die gesagt haben. Er war damals 23 und hat sich nicht da groß gegen verwehrt, zumal es waren jetzt auch keine ganz großartigen Eingriffe, aber immerhin, also es sind immerhin neue Seiten entstanden, die damit reingelegt wurden. Genau. Und Herr Schlattner wird aus diesem vorlesen, den Anfang, und er wird auch noch aus diesem vorlesen, das ist in einer Extra-Ausgabe, weil hier die Texte leicht verändert wurden. Also das ist das, was ich vorhin geschildert habe, das haben wir im letzten Jahr noch mal ein wenig überarbeitet. Und da sind auch dann nicht so viele Fußnoten drin, eigentlich gar keine. So, und dann würde ich Herrn Schlattner bitten, dass er anfängt zu lesen, und ich würde dann zu jedem Text noch mal kurz was sagen.